Hallo liebe Kollegen Trader, wir haben heute ein Starter Deck von den 5Ds vor uns liegen. Englische Edition, First Edition, wir werden es auspacken. Ich könnte es zwar auch alles eingeschweißt lassen, diese Decks und so weiter und so fort, oder beziehungsweise sealed, verschlossen, aber warum sollte ich? Ich möchte mit euch ja die Erfahrung teilen, beziehungsweise mit euch die Karten angucken. Was ist denn überhaupt hier drinne? Ja gut, wir könnten uns auch Decklisten durchlesen. Gibt's zum unendlich im Internet, kann man ganz einfach finden, was hier drin ist, aber ich möchte es euch in Videoform zeigen. Deswegen werden wir jetzt dieses Deck hier einmal aufmachen, wenn ich das Messer ausfindig mache. Wo ist es? Wo hat es sich versteckt? Immer diese Messer, ne? Das ist immer eine Sache. Unglaublich. Gerade hatte ich es doch noch. Ach, davon liegt es. Alles klar. Hab es. So. Eben wieder hinsetzen. Aufschneiden. Ja. Und Leute, immer von euch wegschneiden. Also, wenn dann so rum. So. Zwei Schnitte. Und schon können wir es aufziehen. So. Dann holen wir den Inhalt auch mal raus. Wir inspizieren jetzt einfach demnächst mal so ein paar Decks, ja? Alles klar. So, was haben wir denn hier drin? Hier drin haben wir... Rollen wir aus. Das Ding ist eine Plastiksache. Kann man super gebrauchen. So, als erstes haben wir hier ein Spielfeld. In 5Ds Design hier. Von auf der Rückseite gar nicht bedruckt, alles klar. Und von vorne sieht es einfach nur so aus. Ganz normal, standardmäßig. Ist nichts Besonderes, keine besonderen Bilder drauf gedruckt, einfach nur so ein normales Spielfeld halt, wie man es kennt. Dann haben wir hier ein Beginners Guide. Kennt man auch. Braucht man, falls man neu anfängt mit dem Spiel. So, und jetzt haben wir hier natürlich noch die Karten, die beginnen mit dem Junk Warrior. Das sind jetzt die 5DS1EN041 Karten, First Edition. So ist zumindest die Abkürzung. Und wo kriegen wir das Ding denn auf? Hm? Wo willst du aufgehen, liebes Ding? Das ist immer blöd, die Stelle zu finden. Alles klar, hab sie. So, jetzt können wir das auch schon abziehen. Ich möchte die ja nicht beschädigen. Vielleicht brauche ich davon noch einige in meiner Sammlung. So. Jetzt ziehen wir die Karten mal heraus. Und ich würde auch schon fast sagen, dass wir dann jetzt mal ein bisschen näher kommen mit der Kamera. Dass man das alles besser betrachten kann. So. Hier haben wir einmal den Junk Warrior. Dann Gaia Knight, the Fourth of Earth. Colossal Fighter. Alle drei in... Ne, er hier in Ultra und die anderen beiden in Super Rare. Tune Warrior, Water Spirit, X-Raider, Dark Blade, Charcoal Impachi, Woodborg Impachi, Spiral Serpent, Wrench Gatekeeper of Dark World, Atlantin Pikeman, Sonic Chick, Junkie Synchron, Speed Warrior, Magna Drago, Frequency Magician, Copycat, UFO Turtle, Mystic Tomato, Marauding Captain, Exile Force, Synchro Boost, Synchro Blast Wave, Synchro's Realm, The Warrior Returning Alive, Smashing Ground, Rush Recklessly, Monster Reincarnation, Lightning Vortex, Twister, Double Summon, Symbol of Duty, Threatening Roar, Scrap Iron Scarecrow, Spellbinding Cycle, Circle, Backup Soldier, Trap Hole, Sakuretsu Armor, Divine Wrath, Seven Tools of the Bandit and Birthright. Alles klar, das sind. Glaub, es waren. Alter! Hau doch nicht mal so! Mensch! 43 Karten insgesamt. Ja, können wir hier nochmal lesen. Kartenspiel ist ab 6 Jahren. Essential ist es für erfahrene Spieler, also. Dann würde ich sagen, war's das mit diesem Deck? Ich denke, das ist. Ich weiß gar nicht, ist gut spielbar gewesen? Bewertet ihr es mal in den Kommentaren. Ich kenne mich da nicht so aus, wie gesagt. Ich bin nicht so der Spieler, ich bin eher der Sammler. Ist aber schön, die Karten sind alle im Top-Zustand. Natürlich sind die auch gerade erst ausgepackt. Ja, dann würde ich sagen, packe ich die wieder ein. Mit dem ganzen Kram, der dabei war. Und packe die bei mir in den Schrank. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ich zeige es euch einfach mal,
das hier öffnen. Storm of the Ragnarok, Ragnarok Special Edition, English Edition. Da sind, glaube ich, Booster drin. Und die werden wir dann beim nächsten Mal aufmachen. Alles klar, bis dann. Und vergesst nicht, eine Bewertung zu geben, zu abonnieren und was soll ich nur sagen? Kommentar zu schreiben. Auf jeden Fall. Und wenn euch das gefällt, hier das Ganze immer, teilt die Videos auf Facebook, kommt in unsere Facebook-Gruppe und so weiter und so fort. Würde mich super freuen, denn wir möchten noch ein bisschen unsere Reichweite erhöhen. Bis zum nächsten Mal. Euer Andy von Collect & Trade. Und danke für eure Hilfe. So.